Na, guck an. Tja, Smartwatches sind im Alltag schon echt was richtig Feines. Aber ich habe jetzt hier Apples neue Watch Ultra am Handgelenk und ich habe mich gefragt, was taugt die denn eigentlich für uns Mountainbiker, für uns Radfahrer allgemein? Das gucken wir uns jetzt mal näher an. Fangen wir erstmal beim ganz Grundsätzlichen an, nämlich dabei, dass die Apple Watch Ultra, so ihr ganzer Name, eigentlich wirklich nur einen Frontalangriff auf Garmin, Polar und Co. darstellt. Für 899 Euro kriegt man im Gegensatz zu anderen Apfeluhren ein super helles OLED-Display. Es ist signifikant heller als die vergleichbaren Geräte aus eigenem Hause. Ein serienmäßiges LTE-Modem, ein abgeflachtes Display, das ist ins Gehäuse eingelassen, bei den anderen thront das Display quasi drüber. Eine ja, noch deutlich gesteigerte Wasserdichtigkeit, 100 Meter wasserdicht, gibt Apple an. Und dann noch zusätzlich einen Action-Button und ein Keramikrückteil. Prinzipiell ist die Apple Watch Ultra eine Smartwatch wie jede andere auch. Musikwiedergabe über das iPhone steuern, Kartennavigation, wenn auch nur rudimentär, oder Messaging, spezielle Apps, auch das kann alles die Apple Watch. Da unterscheidet sie sich von langläufig allen anderen Smartwatches nicht großartig. Auch was die Sensoren anbelangt, ist die Apple Watch Ultra mit vielen anderen Smartwatches in dem gleichen Segment sehr vergleichbar. EKG serienmäßig, Blutsauerstoff zeigt sie dir an, natürlich Herzfrequenz, dann hat sie ein Pedometer integriert, damit man weiß, wie viele Schritte man gelaufen ist. Das ist alles wie bei allen anderen weitestgehend auch und tatsächlich auch sehr genau. So, aber genug über die Theorie jetzt geschwafelt. Wir probieren es jetzt einfach mal unterwegs aus. Also ab aufs Rad. Aber irgendwie muss ich jetzt ja natürlich auf den Trail kommen. Und wie mache ich das? Ich lasse mich über die Uhr navigieren. Und zwar kann ich entweder das über Siri direkt sagen oder aber ich gebe es übers Telefon ein. Ich mache jetzt einfach hier Folgendes. Navigiere mich zur Haltestelle Heslach Vogelrhein. Jetzt muss er das kurz laden. Und auf geht's, los geht's. Und was zeige ich die Uhr jetzt an? Ja, natürlich die üblichen Sachen, also Herzfrequenz, Schnittherzfrequenz, Geschwindigkeit, wie viele Kilometer, wie viele Höhenmeter wir schon erreicht haben und so weiter und so fort. Das ist wie bei allen anderen Smartwatches auch, aber grafisch finde ich sehr schön ansehbar eigentlich. Und übrigens für die ganzen Supersportler unter euch, ihr könnt euch auch natürlich Herzfrequenzzonen einstellen. Also wenn ihr zum Beispiel an der aeroben Schwelle irgendwie trainieren wollt, dann kann die euch natürlich auch darauf hinweisen, genauso wie Pace oder sowas alles. Das kann die Apple Watch natürlich auch alles. Deswegen, ich gebe jetzt mal Gas. Ah, aber bevor ich jetzt hier den Trail runterfahre, perfekt ist die Uhr natürlich nicht. Es gibt ein paar Sachen, die ausbaufähig sind. Zum Beispiel die Konnektivität. Mit einem E-Bike lässt sich die Uhr gerade noch nicht verbinden. Auch wenn das nicht ganz Apples Schuld ist, weil da könnten ja auch die Hersteller Apps nachlegen. Was hingegen mittlerweile mit WatchOS eingeführt worden ist, wenn ihr ein Rennrad, Gravelrad oder vielleicht auch ein Mountainbike mit Powermetern habt, die könnt ihr verbinden und dann könnt ihr sogar einen FTP-Test machen und entsprechend trainieren. Apropos trainieren, was auch meiner Meinung nach nicht gut gelöst ist, ist, es gibt für Radfahren nur eine Trainingseinheit, also eine Aufzeichnungseinheit, die nennt sich Rad-Outdoor. Wenn ihr also, so wie ich das mache, gerne auch gravelt oder vielleicht sogar Rennradfahrt, E-Mountainbike-Fahrt, Mountainbike-Fahrt, das wird alles in einer Trainingseinheit zusammen kumuliert. Das ist in meinen Augen, wie ich gerade schon gesagt habe, einfach nicht ideal, weil es gibt halt verschiedene Anforderungsprofile und ihr könnt halt dann auch eure gefahrenen Kilometer schwer auseinanderhalten. Aber ansonsten
finde ich, macht die genauso Spaß wie jede andere Smartwatch eigentlich auch. Nur, dass sie gut aussieht und meiner Meinung nach auch meistens richtig gut funktioniert. Aber sehen wir mal weiter. Gut, dass du da bist. Ich hätte jetzt hier gerade fast die Sirene angemacht, denn Sturzerkennung hat sie auch. Die hat sie jetzt ausgelöst. Ich habe den toten Mann-Knopf gedrückt und mir geht's gut. Alles super, nur ein bisschen Ego angekratzt. Fahren wir mal lieber weiter. So, Trail vorbei. Und was ist jetzt mein Fazit zu Apple Watch Ultra? Ja, am Ende, wie alle Apple-Peripherie, wenn man ein iPhone hat, ist das eine richtig tolle Sache. Und für solche Leute, die auf Integration in das Ökosystem Wert legen, kann ich die Uhr auch wirklich wärmstens empfehlen. Wenn ihr noch Detailansichten dazu haben wollt, noch mehr in die Tiefe gehen wollt, dann findet ihr meinen kompletten Testbericht auf bikex.de. Und mir bleibt jetzt nichts anderes zu sagen, außer ich habe jetzt Feierabend und fahre jetzt noch eine Runde. Und zwar auch mit der Uhr am Arm. Also, wir sehen uns auf dem Trail. Tschüss!